Okay. Wer sonst? Meine Mutter? Ich meine, die wird's nicht sein. Oh. So, der nächste. Da ist der nächste Kern. Perfekt, das ist ja wie so ein Circle. So, den Speed müssen wir halten. Aber diese Fliegeteile. Ups, das tut weh, glaube ich. Nein! Die hauen immer ab, diese feigen Dinger. Ey, Junge! Ich brauche eine Ersatzwaffe. Das will ich nicht benutzen. Danke. So, dann machen wir das auch mal hier. So, der ist weg. Das machen wir manuell per Hand. Und weiter geht's. Da hinten ist der letzte. Falls es immer drei sind, aber ich glaube schon. Nein. Okay, jetzt wird's gefährlich. Mehr Springer. Nicht gut. Geht sterben! Oh! Nein! Wieso hat er mich so durch die Gegend geworfen? Soll ich alles nochmal machen? Oh nein. Ah. Mein Gott, nee. Kann er nicht mal seinen Öschi da lassen, wo er hingehört? So! Geh sterben. Hör auf zu piepsen. Mein Gott, nee. Weg hier. Diese ganzen Hunde, die schubsen einen durch die ganze Karte. La la la. Nee, dieses Mal klappt das nicht. Für den suche ich mir was Besonderes aus.
So. Nein. So, das will ich wieder haben. Das zerstören wir wieder mit einem sanften Schlag in den Popo. Das Wohl der Galaxie liegt dem sehr am Herzen. Nee, werden sie auch nicht. Hallo. Da habe ich keinen Bock drauf. Der hätte so einen Verbrenner gehabt wie ich hier. Können wir ja mal nachgucken, jo. Geh wieder auf. Schade. Aber er hätte einen gehabt, weil er so gedampft hat. Also. Entweder er hätte ein Streugewehr gehabt oder ein Verbrenner und das Risiko wollte ich nicht mehr eingehen. Ich meine, irgendwann müssen wir das Teil auch mal benutzen. So, wir haben Munition. Ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht kriegen wir dann 200 irgendwas Schuss. Jo. Zum Glück lädt das immer nach. Ja. Okay. Weiß, was wir vorhaben. Wenn wir dem Schiff zu nahe kommen, sind wir erledigt. Soll ich da jetzt nicht hinfliegen? Ich habe eine Idee. Folgen Sie dem Wegpunkt. Da unten. Okay, ich muss Gas geben. Ich hoffe mal nicht, dass das wieder so pimmelige Allianzschiffe sind. Spitzen, auf die wir andauernd treffen, werden von diesem Turm gesteuert. Bringen Sie mich in den Kontrollraum und wir können Sie vielleicht so ausrichten, dass Sie das Schiff des Didaktikers blockieren. Jo. Machen wir eben. Okay, jetzt muss ich sanft fliegen. Gut, danke. Doppelte Munition dieses Mal. Schöner kann es gar nicht sein. Hoch. Du wirst einlenken, Mensch, oder du wirst vernichtet. Das Leben besteht aus Entscheidungen. Und dein Tag der Entscheidung ist gekommen. Ja. Er verändert den Turm. Soll er doch. Ist mir doch egal, wenn der Boden unter meinen Füßen verschwindet. Mein Gott, die kann ich auch per Hand ausschalten. Ich meine, ist ja jetzt nicht so das Problem, so zwei kleine Kugeln zu hauen. So. Aber wenn sie mich beim Nachladen stören, dann... Nee, das sieht nicht gut aus. So. Du lebst noch. Mein Gott, nee. Mein Gott, wie viele von euch sind denn noch hier? Das nehme ich mit. Wo ist der Dicke hin?
Immer noch so ein dicker Knödel. Ey, Junge! Aufhören! Turmspitze, wir wären besser seit gestern da oben. Ja, seit gestern. Mal gucken, ob wir das schaffen. Nein, das ist nicht gut, was ich hier mache. Das Teil ist schon leer. Dann holen wir uns das zurück. Perfekt. Jo, beide sind weg. Und tschüss. Geh sterben! So, perfekt. Schneller ging's nicht. Und raus hier. Okay. Das ist gleich mal ein Screenshot wert. Linke mich in das Netzwerk der Spitzen. Ja. Jetzt gehören Sie mir. Sie einkerkern? Was machst du da? Sie einkerkern, so wie er die Prometianer eingekerkert hat? Warum sind mich eingekerkert hat? Chief? Sein Schiff ist bereit. Sie verschwinden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht was. Kacken. Mein Gott, nee. Befolge diese Lynch. Wir kommen über sie direkt zum Schiff des Didaktikers. Moment mal. Über sie drüber? Ja. Ja, da sind einige Lynch, die Informationen zum Schiff des Didaktikers fliegen. Wir haben dafür nur einen einzigen Versuch. Ja, mach mal Luke auf hier. Okay. Los! Oh. Na, 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 na. Oh, ist das schön. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Festhalten! Keine Zeit.
Kacken. Ja, das war doch eine wunderbare Mission. Wo sind wir? Cortana? Immer noch hier. Ein Halo? Installation 03. Hier fand die Infinity die Koordinaten für Requiem. Warum fliegen sie dann vorbei? Weil der Erzeuger nicht auf dem Ring ist. Worauf warten sie? Diese Station rettet sich nicht von allein. Eine Station bei einem Hallo. Bringen Sie mich zur Konsole. Hier UNSC Master Chief an Basis. Bitte komm. Ja, ich höre Sie. Hier spricht Sandy Tilson von der Ivanov-Station. Werden angegriffen. Die wollen das Blutsväter-Artefakt, das sie von dem Halo haben. Woher wissen Sie davon? Doktor, Sie müssen dieses Artefakt bis zu unserer Ankunft schützen. Schicken Sie... Wissen Sie, was das herablassende Mistschwein nach unserer ersten Schachpartie gesagt hat? Cortana. Sogar ich nenne ihn nicht mehr bei seinem Namen. Korrigier den Anflugwinkel. Er sagte auch, dass er allein arbeitet. Deshalb hast du ihn gewählt, Captain. Cortana. Ich bin dein größter Erfolg und doch hast du mich. Jetzt! Ja, super. Hat das ja geklappt mit dem Einparken. Ja. Es tut mir leid. Ich kann sie nicht aufhalten. Es ist, als würden Tausende von mir sich gleichzeitig stürmen. Dr. Tilson, sind Sie da? Oh Gott sei Dank. Als Ihr Signalabriss dachte Doktor, ich... Doktor, hören Sie mir zu. Sie müssen die Evakuierung der Station einleiten. Das haben wir versucht. Die Allianz hat bereits die Landungsbuchten übernommen. Die sind Ihre Koordinaten. Ich kümmere mich dann auf dem Weg zu Ihnen um eine Evakuierungsroute. So, dann machen wir es beim nächsten Mal. Mir hat Spaß gemacht. Und ich sage... Adios!